Hallo und damit recht herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Aufnahme vom Let's Play Microsoft Train Simulator oder zum MSDS. Wir sind heute mal wieder auf Pro Train 16 unterwegs, heißt das Schwarzwald Romantik Add-on und das heißt aber auch, wir fahren mal wieder eine Stadtbahn des Karlsruher Modells und zwar ist es heute S87903 hier von Freudenstadt nach Karlsruhe, allerdings nicht bis ganz durch nach Karlsruhe, weil das wäre ein bisschen arg lange schweren. Könnt ihr mal gucken, das wäre der Fahrplan hier von Freudenstadt, da könnt ihr mal da gucken und dann scrollen wir mal ein bisschen runter und dann guckt ihr mal da. Also vielleicht ein bisschen viel, heißt wir nähern uns der Strecke heute nur teilweise. Heißt, wir kommen, ja, vielleicht bis Vorbach oder sowas, vermute ich mal. Und ja, was gibt's nochmal zu sagen? Wir sind mal wieder hier, genau, auf dem Add-on. Das heißt, wir fahren Karlsruhe Stadtbahn nach dem Karlsruhe Modell, stehen hier jetzt in Freudenstadt am Hauptbahnhof und fahren eben über ein paar Stationchen dann eben weiter. Und interessant ist eben auch, dass hier, was wir da fahren, ist auch wieder eine Zweisystem-Stadtbahn. Das heißt, die kann dann sowohl auf deutsche Bahngleisen als auch auf normalen Gleisen fahren. Und werden wir zwar heute nicht hinkommen, aber ab Rastatt fährt sie ja auch wieder parallel auf der Hauptstrecke der DB zwischen Karlsruhe und Rastatt. Das heißt, da verkehrt man ja auch theoretisch nebst ICEs auf genau dem einen und demselben Gleis, was dann eben so komplett typisch Karlsruhe-Modell ist, ne? Um mal ein bisschen hier wieder Fanboy zu spielen. Wir können aber, glaube ich, los. Also Abfahrt haben wir auf jeden Fall. Haben wir denn die Stromabnehmer? Nein. Die müssen wir noch hochfahren. So. Machen wir Plück. Brauchen ein bisschen. Hier sind alle Stromabnehmer. So. Was auch noch ganz interessant ist, die Bahnen haben jetzt hier schon ganz schön ordentlich Fahrzeit für eine Stadtbahnlinie. Aber lasst euch gesagt sein, das ist dabei nicht genug. Die Züge fahren wochenends in den Abendstunden ab und an nicht nur von Karlsruhe bis Freudenstadt, sondern die fahren von Karlsruhe bis Eutingen im Gäu oder teilweise auch noch bis Herrenberg bei Stuttgart. Und wenn das jetzt schon weit über 2 Stunden Fahrzeit sind, dann könnt ihr euch, glaube ich, tatsächlich denken, dass das echt einiges an Strecke und Fahrzeit da ist. Werden wir heute, wie gesagt, alles nicht machen, weil das wäre auch ein bisschen lang und ein bisschen, ne, öde, stupide. Wir nähern uns der Strecke jetzt vielleicht erstmal hier aus der Richtung. Dann den Streckenabschnitt zwischen Karlsruhe und Rastatt. Das ist auch sowas, der ist auch integriert in Pro Train 12. Das heißt, da können wir da vielleicht auch mal einen Teil fahren. Das sind sogar auch Missionen mit den Zügen hier. Wir fahren heute mal wieder eine GT8 Doppeltraktion. Hier von der AVG sogar beides Panoramawagen. Oh, schick, schick. Haben sie uns erstmal ein bisschen was gegönnt hier so fahrzeugtechnisch. Und auf der Strecke verkehren hier nicht nur die regulären Stadtbahnen, die überall halten, sondern auch Eilzüge. Da gibt es dann, glaube ich, eben auch auf den anderen Teilen ein paar Missionen dazu. Das hier ist jetzt wirklich die Bahn, die die komplette Strecke abfährt. Passiert auch gar nicht so selten. Also die verkehren eigentlich auf dem Streckenabschnitt im, im Stundentakt tagsüber unter der Woche. Und ja, das heißt, da ist man noch einiges unterwegs. Gibt einige Bedarfshaltestellen auf der Strecke. Da werden wir jetzt aus technischen Gründen, das geht ja hier in dem Simulator nicht, werden wir aus technischen Gründen überall halten müssen. Hat er uns auch schon angesagt, das heißt, ja, da ist immer so eine kleine Geschichte dazu gedichtet. Wie in dem Fall jetzt halt, oh, es ist ein schöner, warmer Sommertag und die Leute wollen alle, sind schon unterwegs und deswegen müssen wir überall halten. Ne? Es ist halt, ist halt so, aber je nachdem, wie weit wir herkommen, haben wir doch echt ganz coole Stationen. Haben auch gleich, wenn wir aus Freudenstadt rausfahren, eine der steilsten Bahnstrecken der Region, Schrägstrich Deutschlands, also eine sehr steile Strecke, die wir da haben. Das war früher mit den Dampfzügen, ja, schwierig bis unmöglich. Und ja, ich glaube, es ist auch so, dass du da eine spezielle, spezielle Norm erfüllen musst mit deinen Bahnen, dass du überhaupt fahren kannst. Aber da kommen wir erstmal gleich hin. Wir werden das Ganze berg runterfahren. Führt uns das Ganze weiter oben. Und erster Halt ist jetzt Freudenstadt Schulzentrum da vorne. Achso, es geht ja bergauf. Da brauche ich ja gar nicht so früh bremsen. Oder Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Genau, was gibt es noch zu sagen? Fahren jetzt ja hier ein Zwei-System-Fahrzeug. Das heißt, beide Stromnetze eben Innenstadt und
normales DB-Hauptstromnetz können befahren werden. Und es ist immer so, dass die zwei Systemfahrzeuge auch zwei Rechnungsfahrzeuge sind. Das heißt, die haben auch auf beiden Seiten Türen zum Ein- und Ausstieg. So, da war jetzt ja das H2 für unsere S-Bahn. Das sind so Stadtbahnen. S-Bahn ist ja nicht, ist ja eigentlich eine Stadtbahn, aber hier sagst du auch mal ganz gern S-Bahn dazu, ne? Es ist ganz normal. Also da, wenn ich mir ein paar Mal S-Bahn rausrutscht, das ist, es ist eine Stadtbahn, aber ne, das heißt, wir können jetzt auch die Türen auf beiden Seiten aufmachen. Brauchen auch keine Wendeschleifen. Im Gegensatz zu dem Teil, den wir ja aus den ersten Videos zu dem Addon hier schon kennen. Da sind wir auf der S1 S11 gefahren. Das sind ausschließlich Gleichstromstadtbahnen, die nur eben 57 Volt Gleichstrom haben. Die haben auch nur dieses eine Stromsystem, das sie eben, fahr mal vorwärts, dankeschön. Die haben dieses eine Stromnetz, was sie befahren können, eben ihre 57 Volt Gleichstrom, die auch normalerweise in den Innenstädten eben verwendet wird. Und genau, das ist die gesamte Strecke so elektrifiziert und die sind dann auch dementsprechend nur als Einrichtungsfahrzeuge ausgelegt und müssen so mit immer wenden, ne? Aber hier kannst du dann auch beide Richtungen und so. Dann brauchst du auch nicht immer auf beiden Seiten der Strecke Bahnsteige, ne? Ist so eigentlich ganz praktisch. Hier auf der Strecke ist es so, man hat ab und an mal, wie jetzt gerade, recht viele Halte hintereinander. Das ist allerdings nicht immer so. Gibt doch oft zwischen zwei Ortschaften einiges an Fahrtstrecke, die man zurücklegt. Klar, es ist nicht ganz so schnell, wie wenn man jetzt irgendeinen durchgängigen Zug hätte oder mit dem Eilzug fahren würde, aber auch so hier die regulären Bahnen, die wir jetzt haben, erfreuen sich doch recht großer Beliebtheit. Das war ja generell, also ich gebe es euch schon mal erzählen. Seit eben dieses Karlsruhe-Modell in Anführungsstrichen erfunden oder geboren wurde, wurden gerade auf solche Nebenstrecken, die im Prinzip früher einfach als DB-Nebenstrecken geführt worden sind, darin, also da haben sich die Fahrgastzahlen echt sehr stark multipliziert, dadurch, dass da, dass man den regelmäßigen Takt aufgebaut hat, dass man eben moderne Stadtbahnwagen eingesetzt hat, bla bla blub. Ne, also das ganze Zeug, das man auch überall gehalten hat, Umsteigeverbindungen geschafft hat, das war eben davor nicht der Fall und deswegen sind jetzt voll viele Fahrgäste, ne? Und warum haben wir jetzt hier so viel Zeit? Ich brauche keine 2 Minuten von hier nach da. Egal, es ist Freudenstadt Stadt hier. Da war ich jetzt auch noch nie. Weil ich habe auch schon lange mal fahren hier lang. Also eigentlich habe ich mir überlegt, fährst du die Strecke vielleicht mal wirklich in Real Life ab und dann machst du das Let's Play hier dazu oder du erzählst einfach aus deinen früheren Erlebnissen, weil die ja, Fahrzeit des Szenarios ist ja doch recht exorbitant. Heißt, es ist auch was, was man früher eigentlich nie wirklich gemacht hat, wo ich ja noch in meinen ganz, ganz jungen Jahren tatsächlich, ja, ich bin schon voll alt, gell, ja, ja. Josh erzählt von damals, das ist wahrscheinlich für alle, die jetzt älter sind als ich und das Video sehen, wahrscheinlich voll lächerlich. Josh 20 bezeichnet sich als alt. Nee, aber ich komme tatsächlich noch aus dem Alter, wo der MSTS mit seinem Funktionsumfang und seinen Add-ons als, in Anführungsstrichen, moderne Simulation auf dem Markt war und nicht nur jetzt hier wie in meiner History-Reihe zu sehen ist, sondern tatsächlich als Spiel, was man tatsächlich spielt, um mehr oder weniger einen realistischen Arbeitsablauf sich irgendwie aneignen zu wollen. Und deswegen bin ich alt. So, ach, das funktioniert hier sogar die Uhr. Das ist ja mega, das freut mich. Das ist unsere Abfahrt und jetzt kommt, genau, der Friedrichsthal runter ist jetzt hier dann die sehr, sehr steile Strecke. Was steht es da eigentlich dran? Ach, keine Ahnung. Ist ja egal, was da stand. Habe ich jetzt nicht gesehen. Bin zwar der Triebfahrzeugführer, aber hey. Weil Lok habe ich ja nicht. Ist für mich kein Lokführer. Gibt immer noch den Streit, wie das jetzt heißt heutzutage, was man dann ist. Weil Lokführer ist man ja nicht mehr. Und wenn man in ECE fährt, fährst du zwar im Prinzip auf der DB-Hauptstrecke und damit würde irgendwie Lokführer passen, aber du fährst ja gar keine Lok mehr und ach, ist ja irgendwie witzig. Ja, und hier ist es also sehr steil, da darfst du echt die ganze Zeit auf den Bremsen stehen. Und da löst die Bremse auch gar nicht, wenn ich nach vorne gehe. Mit meinem Hebelchen. Ah, super. Gut programmiert. Also eigentlich ist das ja ein Kombihebel, was wir hier in den Stadtbahnwagen haben. Und der funktioniert immer stufenlos. Heißt, den brauche ich nicht komplett lösen, dass er löst, sondern der löst auch, wenn ich ein bisschen zurückgehe. Eigentlich. Aber ist auch schon ein bisschen älter. Ich sehe das im Spiel jetzt mal nach. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das hier so rüberkommt, aber es ist tatsächlich eine sehr, sehr steile Strecke.
sehr, sehr steil. Sehr, sehr geile Strecke übrigens. Hier sieht es tatsächlich sehr steil. Kommt wahrscheinlich in dem Video, sieht man das gar nicht so. Ist aber, wenn man da tatsächlich mal ist, echt... Generell für den Eisenbahnverkehr sind ja steile Strecken nochmal ein bisschen was anderes als das, was jetzt für Otto normal Autofahrer oder Fußgänger jetzt eine steile Strecke ist. Deswegen ist das durchaus vielleicht ein Unterschied. Aber irgendwie so gefühlt kommen jetzt die Fahrzeiten recht lang vor. Wenn man mal schaut, vorne ist gleich schon wieder der nächste Haltepunkt. Gibt ja sehr viele Haltepunkte hier. Boah, das war auch sowas, da habe ich mich früher belehren lassen müssen von meinen Zuschauern. Unterschied Bahnhof, Haltepunkt, bla 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 und hier da Infrastruktur, aber größtenteils kannst du es daran erkennen, dass du an einem Haltepunkt meistens keine irgendwie so Möglichkeit zum Gleiswechsel hast und es einfach nur halt so ein Ding hier an der Straße ist, ohne viel Tamtam drum. So mehr oder weniger. Wieder falsch erklärt, das bekomme ich wieder eine Rüge in den Kommentaren, aber es ist ja meistens auch nicht böse gemeint, sondern eher so, ne, nett gemeint. Jetzt können wir auch mal hier ein bisschen so Stadtbahn mit Fahrt machen. Von innen heraus. Ist auch zum Bremsen wahrscheinlich gleich voll lustig dann da an der Station, aber was willst du machen, ne? Hui, ganz gemütlich darunter. Ist auch echt schöner panoramamäßig durch die Gegend zu fahren. Das heißt, ich würde mich jetzt am allerliebsten da in die Mitte in den Panoramawagen setzen. Naja, wobei, da haben sie auch schon, da haben es auch einige davon schon, naja, mal also... Ja, beschnitten im Prinzip. Und zwar, die haben einfach diese Panoramafenster dazugeklebt, weil die sind halt ein bisschen schwer zu warten. Das heißt, da zwischen Glasscheiben läuft ganz gern Wasser rein. Weiß nicht, ob ihr das bei euren Bahnen, bei euch in der Region auch habt. Bei uns ist es auf jeden Fall so. Die sind auch schon ein bisschen älter. Und in die Panoramafenster läuft eben Wasser rein. So, was natürlich teuer ist, ist, das jedes Mal irgendwie rauszumachen und, oh, und auf und hier und da. Was allerdings viel günstiger ist, ist einfach... wenn einen das nervt, die Panoramascheiben zuzukleben. Hast du zwar keine Panoramascheiben mehr, aber auch kein Wasserproblem bei den Panoramascheiben. Ja, ist super, gell? Weiß ich, sehe da bestimmt voll den Vorteil an, aber gut. Jetzt bleiben wir da erstmal stehen. Machen wir mal die Tür schon links auf, ne? Ja. Wie wir da sehen, hier ist es auch jetzt noch die normale, ganz sticknormale Bestuhlung zu sehen. Das sind diese, ja, normalen halbwegs bequem Sitze, die in den Vieren meistens verbaut sind. Im Mittelteil, ich glaube, das hier auch so ist, ist eigentlich in der Realität so. In den Mittelteilen sind... Ach nee, es ist jetzt gar nicht so. Ist eigentlich ein anderer Typ Sitz verbaut. Ja, sieht man es gar nicht. Aber auf jeden Fall müssen die Teile hier renoviert werden. Denn, wie ihr bestimmt schon mitbekommen habt, Karlsruhe ist jetzt da gerade im Umbau, bekommt eine U-Straßenbahn. Die Kombilösung. Und aus aus Brandschutzgründen muss... Ja, müssen die ganzen Bahnen renoviert werden. Was in dem Fall renovieren heißt, ist jetzt gar nicht mehr irgendwelche weiteren Sicherheitsmerkmale einbauen, sondern das heißt einfach ganz stupide nur, die Sitze müssen raus, weil die sind zu dick und zu flauschig und entsprechen eben nicht den Brandschutzrichtlinien. Das heißt, müssen raus und durch solche modernen, dünnen, wenig stoffhaltigen Sitze ersetzt werden wegen Brandschutzgründen. Ne? Bei den Wagen hier lohnt sich das noch, weil die noch recht neu sind hier, die zwei System Stadtbahnwagen, mit dem wir jetzt gerade fahren. Gibt aber auch welche älteren Semesters oder auch die ein System Stadtbahnwagen, die werden einfach komplett aussortiert. Da lohnt sich das alles nicht mehr mit dem Instandhalten und ja, ne? So ist es. Kommt auf jeden Fall in den nächsten Jahren ganz schön viel Wechsel auf uns zu. Ach, guck mal, gleich wieder runter vom Gas. Hier geht der Berg ab da. So, ich habe mir jetzt erstmal überlegt vorher, ob wir nicht so eine Mission fahren wollen, bei der wir im Prinzip so ein Zusatzzug sind, weil der fährt im Prinzip genau die Strecke ab, die ich abfahren wollte, zwischen Vorbach und Freudenstadt. Weil ich finde es hier so ländlich, ich finde das cool. Fährst vom Land komplett mit nach Karlsruhe rein, aber der hält halt nur dreimal auf der ganzen Strecke und das ist halt ein bisschen ödig. Wenn man so viele Stationchen hat, finde ich es irgendwie immer cool, da zu halten. Ich fand auch früher Fernverkehr immer komplett langweilig in Simulationen, weil, naja, oh, ein bisschen zu früh, zu schnell gewesen, gell? Aber geht. Weil du fährst halt einfach ewig und hältst deine Geschwindigkeit. Yay. Also ich mag so oft halten. Das finde ich interessant. Gibt bestimmt auch andere Freunde dazu und seit ich jetzt irgendwie Ding, Transformers 2017 Spiel, vor allem auch diese
120 mit Intercity-Wagen habe, ist das eigentlich im Prinzip mein neuer Lieblingszug. Und da fahre ich auch mal ganz gerne Fernverkehr, weil er sich einfach auch echt gut fahren lässt. Aber ansonsten mag ich